Emotionaler Abschied für Dennis Grote. Der Kapitän verlässt den CFC nach 3 Jahren. Aber vorher gilt es noch, das Sachsen-Pokalfinale zu gewinnen. Das ist die Einstellung vor der Partie. Es ist alles angerichtet am Stadion an der Gellertstraße. Beste Atmosphäre. Auch die Gästefans aus Zwickau machen ordentlich Stimmung. Der Chemnitzer FC empfängt mit dem FSV Zwickau den Tabellen-7. Der dritten Liga. Das ist keine schlechte Mannschaft. Die Gäste angeführt von Kapitän Toni Wachsmuth, der seine Karriere nach dem heutigen Spiel beendet und bei den Gästen dann als Sportdirektor weitermacht. Der Finaltag der Amateure in Chemnitz, heute geprägt durch die Abschiede, wobei nur einer der beiden Kapitäne seinen heute perfekt machen kann. Die Gäste in den rot-weißen Trikots von links nach rechts mit Moritz Schröter und dem genialen Pass auf Brian Robert Gaul. Aber super abgegrätscht von Kasanidis, der das artistisch löst. Der CFC aufmerksam, Joe Enox und der FSV Zwickau müssen sich mit ihrem Angriffsspiel erst einmal gedulden. Doch der Drittligist leistet sich Fehler. Itter holt sich hier den Ball und sieht Tobias Müller. Johannes Brinkis mit einer Riesentat gegen den wesentlich zu freistehenden Müller. Da haben Wachsmuth und Co. das erste Mal nicht so gut aufgepasst. David Bergner tiefenentspannt an der Seitenlinie. Den Aufstieg in die dritte Liga haben sie klar gemacht. Und der CFC macht tatsächlich einen sehr guten Eindruck in dieser Partie, auch gegen den Drittligisten. Sie werden angepeitscht von den Fans und kommen noch einmal mit Kasanidis. Und dem klasse Ball für Tobias Müller! 1:0 für Chemnitz. Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, aber Tobias Müller wollte einfach nicht mehr warten. Der CFC mit dem eiskalten Schlag gegen Wachsmuth und Co. super herausgespielt, die Abwehr ungeordnet und Brinkis kann da nicht mehr halten gegen den überragenden Tobias Müller. Nach der Pause meinten beide Fankurven erstmal die Feinstaubbelastung im Stadion deutlich erhöhen zu müssen. Richard Tempel, der sonst alles unter Kontrolle hatte, musste die Partie kurzzeitig pausieren. Nach 57 Minuten reagiert Enox das erste Mal taktisch auf den Rückstand. Er bringt Mike Könnecke, einen offensiven Mann, in die Partie. Und das zeigt Wirkung. Könnecke, vollkommen frei auf der rechten Seite, versucht es mal. Aber der ist nicht wirklich gefährlich für Jakob Jakubow. Joe Enox so ein bisschen am Verzweifeln mit der eigenen Mannschaft. Die Gastgeber dann mit einem Freistoß. Dennis Grote hat das super Auge für Daniel Fran. Das war richtig gefährlich. Der Goalgetter sorgt heute eher dafür, dass andere den Platz haben, weil er die Verteidigung auf sich zieht. Hier hat er selber die Chance zum 2:0. Und da fehlt nicht viel. Der CFC macht jetzt wirklich einen klasse Eindruck. Rafael Garcia kann sich stark durchsetzen und wäre durch. Aber Toni Wachsmuth zieht das Foul und die gelbe Karte. Der Kapitän muss seine Verteidigung deutlich besser ordnen. Doch das gelingt nicht. Die Himmelblauen jetzt im Schwung nach vorne mit dem nächsten Ball für Rafael Garcia. Auf freiem Fuß gegen Brinkis, aber diesmal ist der Torwart zur Stelle. Rafael Garcia läuft sich einen Wolf auf der linken Seite. Der Pass kam übrigens wieder von Tobias Müller. David Bergner wird doch nochmal ein bisschen nervös. Nicht, dass sie aufgrund der Chancenverwertung das Spiel noch aus der Hand geben. Und es kommt nochmal Zwickau, wieder Mike Könnecke aus der Distanz. Aber das ist mit Verlaub nicht gefährlich für Jakubow, der eine sehr gute, sehr aufmerksame Partie macht. Der FSV kommt noch einmal mit Lauberbach. Kartalis bringt die Flanke rein, das Ganze zu undefiniert. Könnecke trotzdem auf König! Das hätte der Ausgleich sein müssen. Zwickau nutzt die Chancen nicht und gleichzeitig läuft ihnen die Zeit davon. Müller. Vollkommen unbedrängt. Tobias Müller fasst sich ein Herz und das 2:0 für Chemnitz. Ein absolutes Traumtor, ein absoluter Traumtag für Tobias Müller. Das ist der Mann des Spiels, das ist die Entscheidung in der 84. Minute und Johannes Brinkis kann dann nicht reagieren, weil ausgerechnet Toni Wachsmuth noch mit dem Kopf rangeht
und den Ball unhaltbar für den Keeper abfälscht. Hier sehen wir es gut in der Hintertorkamera. Es ist unfassbar, was dieses Sachsen-Pokalfinale für Geschichten schreibt. Und der Junge hat sicherlich noch gar nicht realisiert, was mit ihm da heute passiert. Kurz darauf darf Dennis Grote den Platz verlassen, kriegt noch einmal Standing Ovations. Es ist der Abschied, den er sich erhofft hat und der Abschied, den er sich verdient hat. Dieser Mamo mit Bergner sagt dann noch einmal mehr als 1000 Worte. Klasse Bilder. Und dann ist es geschafft, der CFC ist Sachsen-Pokalsieger zum 10. Mal in der Vereinsgeschichte. Und sie freuen sich so sehr. Es sind so schöne Bilder aus dem Stadion an der Gellertstraße. Bergner geht zu jedem Einzelnen und auf der anderen Seite betroffene Gesichter, die aber auch stolz sein können auf ihre Leistung. Es gibt dann noch einmal die Medaillen für jeden, aber insbesondere die für Tobias Müller. Und der Mann des Spiels heute erklärt uns sein Tor zum 2:0. Ja, Paul passt mir den Ball, ich laufe auf die Abwehr zu und es waren dann nicht so viele Optionen für mich. Dann habe ich halt abgedrückt sozusagen und der Ball wird, glaube ich, noch leicht abgefälscht. Und dann fliegt er rein und dann ist einfach nur Ekstase, was danach passiert. Und von der Ekstase ist auch nach dem Spiel lange nicht Schluss. Tobias Müller, Dennis Grote, Daniel Fran und Co. können jetzt erstmal ausgelassen feiern.